So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin vor einer Stunde aus dem Urlaub wiedergekommen und bin gerade noch so in Deutschland gelandet, weil bekanntlich Thomas Cook und Condor pleite ist. Aber es hat am Ende dann zum Glück doch funktioniert. Und dann meinte Marius zu mir, wir müssen unbedingt schnell noch ein Video hier zwischenschieben, damit er weiterbauen kann. So, mittlerweile ist das Fahrzeug soweit fast fertig von Komponenten her. Ja, zumindest alle Sachen, die ich anpassen wollte, ohne dass der richtige Motor drin ist. Sag genau. Mal nicht erstmal Hallo. Guten Tag. Guten Abend. Und jetzt müssen wir allerdings noch einmal das Kraftstoffsystem zu Ende bringen. Das heißt, heute auf dem Plan stehen zwei Sachen. Einmal aus diesen wunderschönen Dash-Anschlüssen bei uns aus dem Sortiment ein paar Leitungen bauen. Der eine oder andere hat bestimmt das JP-Video dazu schon neulich gesehen. Das Ganze kommt bei seinem Supergolf auch zum Einsatz. Da habe ich schon relativ viel erklärt. Wir wiederholen das einfach trotzdem nochmal und werden auf jeden Fall eine Leitung bauen. Und dann wird es eigentlich so richtig interessant, weil wir werden das ganze System am Fahrzeug auslitern. Das heißt, wir gucken, was die Spritpumpen können. So, eine Spritpumpe ist noch ausgebaut. Die andere hängt da schon drin. Das sind bei uns aus dem Sortiment sogenannte 044er Nachbaupumpen. Nachbaupumpen heißt, ursprünglich kommt diese Form von Bosch. Gibt es aber mittlerweile haufenweise Zubehörpumpen, die genauso aufgebaut sind. Unter anderem gibt es die auch von AEM. Die sollen noch ein bisschen stärker sein. Die haben wir auch hier. Aber wir gucken erstmal, was die können. Und dann gucken wir, ob die reichen. Wenn die nicht reichen, haben wir schon eine zweite Variante, die wir fix reinschieben können. Ich denke, ist aber eine ganz interessante Sache. Deswegen wollen wir jetzt auch unbedingt noch kurz dieses Video hier zwischenpacken, weil wir das Ganze eigentlich schon vorm Urlaub machen wollten. Da hat nur leider Herr Wehmeier verschlafen und René und ich standen um 7 hier ganz alleine, weil wir wollten das tatsächlich vor der Arbeitszeit noch schnell machen. Stand über mein Haupt. So, aber okay. Ja, für diese 044er haben wir noch diese wunderschönen Ansaugfilter. Theoretisch ist hier drunter schon original ein Sieb, was allerdings relativ grob ist. Da wir allerdings in dem ganzen System keinen weiteren Filter verbauen, weil das System auch nicht sonderlich lang ist, stecken wir diesen etwas feineren Filter da auf jeden Fall noch vor. Und dann fertig. Kann Herr Wehmeier das Ganze einmal in den Kettstank reinstecken. Ja, jetzt ein bisschen Geduld. So, ich kann euch ja in der Zeit derzeit ein bisschen weiter unterhalten. Und zwar, wir suchen tatsächlich immer noch händeringend jemand, der sowohl den Kettstank als auch diese Rail eloxieren kann. Das Ganze stellt sich ein bisschen schwieriger als gedacht. Selbst bei dem letzten Mal haben uns ein paar schon angeschrieben. Das Problem bei dem Kettstank ist halt, dass man zum Eloxieren in dem Tank, was war das, eine Anode braucht? Kathode? Ja. Eins von beiden auf jeden Fall. Das ist nicht so einfach. Also, wenn ihr es selber eloxieren könnt bei euch im Betrieb und nicht wen kennt, der wen kennt, wo sein Bruder da arbeitet, dann liebend gerne bei uns melden. Wir haben diverses Zeug zum Eloxieren. Wir haben nur nicht viel Zeit, weil das Auto bald laufen soll. Deswegen, wenn einer von euch sowas eloxieren kann, bitte bei mir oder Marius melden, damit wir das Ganze angehen können. Ja, also, Marius schraubt die Pumpe rein, dann bauen wir die Leitung und dann litern wir das Ganze noch aus. Ich kann ja schon mal kurz das Auslitern erklären, was ich damit meine. Man kann sich natürlich einfach so auf die Angaben vom Hersteller verlassen. Oder man kann es auch überprüfen. Ich habe das vor Jahren schon bei mir in der Limo gemacht. Das heißt, wir werden das ganze System fertig bauen, stellen den passenden Benzindruck ein, verkabeln das Ganze draußen mit einem laufenden Auto, das wir 14 Volt haben. Und anschließend gucken wir einfach, wie viel Sprit aus dem Benzindruckregler im Rücklauf zurückkommt und wissen somit das Volumen, was in dem Moment logischerweise auch aus dem Tank rausgepumpt wird. Gleichen das mit unseren Düsen ab und gucken einfach, ob es am Ende reicht. Ich erkläre euch schon mal kurz das eigentliche Dash-System. Wir in dem Fall, okay, nochmal von vorne. Ich nutze schon mal die Zwischenzeit und erkläre euch das Dash. So, einmal kurz zur Erklärung. Dash-System heißt, hier gibt es einmal eine ganz normale Variante mit einem normalen Gummischlauch. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Wir verwenden hierbei dieses PTFE Teflon-Version. Diese zeichnet sich daraus aus, dass sie extrem druckstabil ist, weil diese Teflon-Innenseele einfach extrem viel ab kann. Die ist auch eigentlich so gut wie gegen alles handelsübliche resistent.
Das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, man kann sie nicht allzu krass knicken, weil irgendwann knickt diese Seele da drin ab. So, das Geile ist allerdings, diese ist wirklich druckfest bis ungefähr 200 Bar, haben wir auch schon getestet. Das heißt, für Systeme wie Kraftstoff und Öldruck ist das wirklich Maß der Dinge. Da geht auch nichts mehr schief. So, das Ganze funktioniert eigentlich recht einfach. Das zeige ich euch allerdings gleich noch mal im Anwendungsbeispiel. Als erstes kommt diese Überwurfmutter hier rüber. Anschließend gibt es diese, ich nenne sie immer Dichtolive, es ist aber eigentlich mehr ein Spreizelement. Dieses kommt einfach nur auf die Teflonsäle zwischen die äußere Sehne und innen drin die Teflonsäle. Nun wird das mit dem Hammer reingeschlagen. Anschließend kommt einfach nur das Fitting rein. Man zieht die Mutter fest und das Ganze verpresst sich so krass, dass da nichts mehr passiert. Und genau das Ganze mach jetzt. Vorlauf 2x-8, Rücklauf 10. Wir haben aus den Pumpen das Rückschlagventil rausgenommen, weil ich glaube, das System ist so kurz und mit zwei Pumpen, wenn du da die Zündung andrehst, wird sofort Sprit da sein. Nochmal zur Erinnerung, Rückschlagventil hat in dem Fall eigentlich sogar zwei Funktionen. Eine Funktion ist, dass auf dem System immer Druck bleibt. Meiner Erfahrung nach geht das mit den Benzindruckreglern aber eh nicht, weil es da langsam durchplätschert. Bei diesen kleinen Bosch-Sensoren, bei den originalen Bosch-Reglern geht das allerdings. Das heißt, wenn du im Vorlauf ein Rückschlagventil hast, sobald du den Motor ausmachst, bleibt der Kraftstoffdruck immer bestehen. Du machst Zündung an, Auto springt sofort an. Hier würde es mit dem Regler eh nicht so gut gehen. Und ein zweiterer Punkt dabei ist, den haben wir noch gar nicht bedacht, das sollten wir uns vielleicht noch kurz überlegen. Ohne Rückschlagventil, wenn eine Pumpe kaputt geht, pumpt die Pumpe einfach durch die andere Pumpe durch, ne? Ist aber auch vielleicht ganz gut, weil in dem Moment wenigstens Benzindruck gleich sofort weg ist und nicht du das Auto mit einer Pumpe kaputt fährst, ne? Also wir fahren mit der einen Variante schneller kaputt als mit der anderen Variante. So, weil ich glaube so, ob wir erstmal kein Rückschlagventil, können wir jederzeit noch dazwischen machen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, bauen eine Leitung und weiter geht's. Hier, ich habe hier schon so schön die Überwurfmutter rüber gemacht. Dann fangen wir mal mit dem Rücklauf an. Das ist, glaube ich, am einfachsten. So, ich würde die Leitung immer im Fahrzeug bauen. Ist am Ende einfach das schönste Ergebnis, weil dann hat man es wirklich so, wie man es haben will. Das heißt, wir legen die jetzt hier mal so vorsichtig rein. Und jetzt brauchen wir Kabelbinder. Mein Tipp, vorm Flexen immer einen Kabelbinder rum, weil mit diesem Kabelbinder könnt ihr nämlich ganz schön danach das ganze Geflecht wieder zusammenziehen, falls die Überwurfmutter nicht rübergeht. Man kann es natürlich auch mit Tape abkleben. Meine Erfahrung ist, braucht man nicht. Wirst du gleich sehen, wenn du die Dichtolive zwischenmachst, ist das Tape sogar eigentlich eher im Weg. So, möchtest du den eher hier so weiter liegen haben oder enger liegen haben oder scheißegal? So, dass du nicht scheuert. Ja, das passt so, glaube ich, schon ziemlich gut. Lieber so ein bisschen legerer. Das Geile bei den Leitungen ist, wenn die erstmal ein paar Tage hier drin war, nimmt die Form an, ne? Und auch ein bisschen warm geworden ist. Oder? Genau, die ist dann wirklich genauso, wie du haben willst. Okay, so, wir markieren uns, wo du abflexen darfst. So, hierbei immer nach Möglichkeit das dünnste Blatt nehmen, die dünnste Scheibe, die ihr kriegt. Ich glaube, 1 mm ist mal das dünnste, ne? Ja. Weil die geht da wirklich durch wie Butter. So, jetzt immer auf jeden Fall erstmal eine Seite fertig bauen. Das heißt, wir machen jetzt als erstes diese. So, es würde nämlich relativ wenig Sinn machen, jetzt Tape rumzumachen, weil mit dem Draufkloppen von dieser Dichtolive spreizt du es eh schon wieder auseinander. Mhm. So. So. Hier drin ist ein Anschlag. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, dass die Teflonseele da einigermaßen gegenliegt. Natürlich nach Möglichkeit so gerade wie möglich abflexen. Wenn es ein bisschen schräg ist, ist auch egal. Das zieht sich so dicht, dass es da keine Probleme gibt. Und jetzt seht ihr nämlich auch schon, wie sich das hier so krass auseinander gepresst hat, dass man mit Glück es gerade so noch rüber bekommt.
So, bei den normalen Dash-Verschraubungen müssten wir jetzt hier jede Menge Fett drüber machen, dass das überhaupt funktioniert. Bei den Teflon ist es wirklich egal. Das kriegt man selbst so schon angesetzt und verschraubt. So, jetzt darf Herr Wehmeyer das festziehen. Wer weiß, ob ich das so mache, wie du dir das vorstellst. So, genau. Wir haben so wunderschöne Spannbacken für den Schraubstock. Gibt es auch in Kunststoff. Das Problem ist, wir bauen so viel, dass sie in Kunststoff relativ schnell immer kaputt und weg sind. Deswegen einfach so. Es gibt hier keinen Anzugsmoment, mit wie viel man die anziehen muss. Theoretisch bis Anschlag. Wenn ihr natürlich merkt, das wird so richtig schwer, immer dran denken, das ist nur ein Alugewinde, dann natürlich vorher aufhören. Dash 20 war ein Traum auf jeden Fall. Ja, Dash 20 ist immer sportlich. So, zack. Fertig. Das war das Spiel. So, jetzt kommt der interessante Teil. Theoretisch würde ich natürlich, weil ich es optisch am geilsten finde, die Leitung einfach so lassen im Motorraum. Praktisch würde ich aber, glaube ich, schon einen Hitzeschutz drüber machen, oder? Was hast du dazu? Ja, schlussendlich baue ich es eh so wie du. Sonst gibt es viel Diskussionsbedarf. Nein, machen wir. Ich finde es geiler ohne, aber beim Sprit ist es ja schon so, der soll natürlich möglichst kalt sein. Ja, und auch scheuern, ne? Also und scheuern, genau. So, lass uns da was rüber machen, fertig. Dabei immer dran denken, bevor ihr das Fitting drauf macht, einen Hitzeschutz rüber, weil dann könnt ihr ihn optisch nämlich richtig geil darüber machen. Und dann wird das Ganze nämlich am Ende richtig schön. So, jetzt müssen wir den natürlich erstmal einmal auf Länge kürzen. Guck, den kriegen wir nämlich da so ein bisschen sogar rübergeschoben. So, jetzt kommt der richtig schöne Teil der Arbeit. Hier ist so ein Aramidfaser mit drin. Und die lässt das nämlich so bescheiden schneiden lassen. Da gibt es eigentlich extra Scheren für, haben wir nur leider nicht. Wir haben Messer? Ja. Ich würde es mit der Blechschere probieren. So, wir machen mal kurz Cut, bevor der Finger während der Kamera ab ist. So, wir sind wieder da, alle Finger sind noch dran. Schieben wir das Ding mal rüber. Das ist übrigens echt krasser Hitzeschutz. Schlauch, bei mir bei der Limo liegt teilweise der ganze Kabelbaum damit auf dem Krümmer drauf. Und trotzdem passiert da nichts. So, jetzt wäre natürlich der... Ich habe vorne mal Kleber. Genau, jetzt wäre das abgeklebte Teil natürlich von Vorteil, aber das geht auch so. Du musst da ein bisschen führen. So, jetzt ist nämlich das Schöne, jetzt kann man das nämlich sogar richtig hier. Ich glaube, die richtigen Vollprofis, die würden jetzt noch hier dieses Alu-Tape rumkleben, ne? Mhm. Habe ich nicht bei Eugen mal gesehen? Dachdecker-Tape. Und dann ist das wirklich komplett eingepackt. So. Jetzt kann ich euch nochmal eine Geschichte erzählen. Ganz oft ist es mir schon passiert, dass ich jetzt im Eifer des Gefechts die Olive hier drauf drücke, aber vergessen habe, die Überwurfmutter drauf zu machen. Die wir jetzt gerade auch schon wieder suchen. Wenn nicht da ist. Hier. Zack. Die muss nämlich als allererstes, weil diese Olive geht nämlich extrem bescheiden da wieder raus, wenn sie einmal drin ist. Deswegen definitiv erst die. Zack. Und jetzt können wir wieder hämmern. Ich glaube, für die Zuschauer ist fast gar nichts passiert am Auto in den zwei Wochen. Wo ich jeden Abend geschraubt habe. Die kriegen bald wieder ein Update. Siehst du, hier könnt ihr jetzt nämlich mal schön sehen. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich das schon mit Gewalt reindrücken musste. Und jetzt zieht sich gleich beim Festziehen das hier alles über den Konus nochmal zusammen. Und da ist am Ende so viel Bums drauf, da passiert wirklich gar nichts mehr. So, jetzt
allerletzter Step, den man nicht vergessen darf, ausspülen. Natürlich überall, wo geflext wird, ist ein bisschen Dreck drin. Deswegen, wir spülen jetzt die Leitung noch aus, bauen noch die anderen beiden Leitungen und dann stecken wir sie gleich dran. Ja, dann gibt es noch ein weiteres cooles Gimmick. Boah, ist mit meiner Sprache heute los. es gibt so kleine Filterkäppchen, die man einfach nur hier reinsteckt. Sollte sich also doch irgendwas Gröberes zwischen Pumpe und Einspritzgalerie lösen, wie auch immer, landet es immerhin in diesem Filter und nicht vor den Düsen. Und man kann jederzeit, wenn man es mal wieder zerlegt, einfach reingucken und sieht direkt, ob da was drin ist oder nicht. So, die schieben wir da jetzt einfach noch zwischen, natürlich auf beiden Seiten. Und dann kann es auch schon losgehen. Was auch cool an der Dash-Leitung ist, die haben hier übrigens einen Drehausgleich. Das heißt, man hat nicht das Problem, dass die Leitung sich am Ende irgendwie so kringelig verformt, sondern nee, die ist genau so, wie sie sich halt umdreht. Ja, dann ziehen wir das jetzt noch fest und dann kann es schon losgehen. So, spannender Moment. Marius macht mal jetzt Saft drauf. Wie gesagt, wir haben draußen ein Auto stehen, das läuft gerade mit 14 Volt, damit wir die Spannung wie im Betrieb später haben. Wir haben hier unsere Einspritzdüsen. Die sind jetzt geschlossen und zu. Keine Angst, hier kommt noch später ein kleines Röhrchen zwischen. Das ist jetzt erstmal nur, damit die Rail hält. Das heißt, das Spritzsystem läuft jetzt gleich so, wie es unter Volllast laufen würde, ohne dass die Düsen auf und zu gehen. Und wir wollen einfach nur wissen, was in dem Moment aus dem Rücklauf rauskommt. Und Action! Ja, die Pumpen laufen schon. So, wir haben jetzt ganz normal Ethanol erstmal in den Tank reingemacht. Benzindruck passt sogar vom Vorjahr noch genau. Sind jetzt ungefähr 45 PSI. Ah, jetzt hat er auch scheinbar gerade die letzte Luft rausgepumpt. Jetzt hat er wie angenagelt 45 PSI, das sind 3 Bar. Mhm. 3 Bar ist auch das, was wir später an Grunddruck fahren wollen. Das heißt, für die erste Messung passt das erstmal. Wir stellen den Grunddruck 3 Bar ein und in dem Fall machen diese Düsen, wenn sie komplett offen wären, 1650 Kubik pro Stück. Machen wir einmal wieder auf. So, nun das Interessante, wie messen wir das Ganze? Wir machen jetzt 2 Messungen. Einmal messen wir 2 Varianten. Das Ganze bei 3 Bar, was theoretisch für uns vollkommen uninteressant ist, weil es im Betrieb später nicht so sein wird, sondern viele haben sich bestimmt schon immer gefragt, wofür dieser kleine Unterdruckanschluss hier an dem Benzindruckregler ist. Das ist folgendermaßen dafür. In dem Moment, wenn ihr unter Volllast als Beispiel 3 Bar fahrt, beaufschlagt man den Benzindruckregler auch mit diesen 3 Bar. Hier drin ist eine Feder und eine Membran. Und in dem Moment erhöht sich der Benzindruck um den Ladedruck. Das hat folgenden Hintergedanken. Ich habe das in dem Lambo-Video auch schon mal erklärt. Diese Düsen drücken jetzt gerade auf der Seite mit 3 Bar. Das haben wir gerade eingestellt, beziehungsweise es war noch vom Vorjahr. Und in der Einspritzgalerie, in der Ansaugbrücke sind 0 Bar. Das heißt, die hat eine Druckdifferenz von 3 Bar. Wenn in dieser Ansaugbrücke jetzt nachher im Betrieb 3 Bar sind, brauchen wir, um die gleiche Druckdifferenz zu haben, in der Einspritzgalerie 6 Bar. Das heißt, dieser kleine Nippel ist dafür da, dass die Druckdifferenz an den Düsen immer der Grundwert ist, den ihr eingestellt habt, weil sonst hätte man keine Chance, das Ganze sauber und vernünftig abzustimmen, wenn der Benzindruck, also der Differenzdruck, ständig schweben würde. Jetzt kommt auch noch dazu, angenommen, wir würden 3 Bar einstellen und du würdest 3,5 Bar Ladedruck fahren. Würde durch die Düse gar nichts mehr durchgehen, sondern die Luft würde sich durch die Düse wahrscheinlich sogar zurück wieder in die Rail drücken. Ne? So, deswegen ist dieser Wert dafür. Ich will jetzt allerdings mal gucken, wie krass der Ladedruck die Pumpen beeinflusst. Deswegen messen wir jetzt einmal das Volumen mit 3 Bar und anschließend tippe ich mal, wird dieser Motor am Ende mit 3 Bar fahren. Das heißt, wir legen auf die 3 Bar künstlich 3 Bar oben drauf, stellen den Regler auf 6 Bar ein und gucken, wie viel Volumen da noch da ist. Weil mehr Druck, weniger Volumen. Die Pumpen ziehen zwar mehr Strom, um diesen Druck aufzubauen, aber am Ende fördern sie weniger. Und das kann halt gefährlich werden, wenn dann bei 6 Bar nicht mehr genug Sprit da ist. Ne? Okay, so, wie messen wir das Ganze? Wir nehmen jetzt den Benzindruckregler ab, lassen den direkt in einen Kanister laufen, weil logischerweise alles, was die Pumpen unten raussaugen, kommt oben wieder jetzt gerade rein. Das heißt, Filter, Regler in den Kanister und anschließend lassen wir das
ich sag jetzt mal, so lange laufen, bis 5 Liter im Kanister sind. Ja. Und stoppen dazu die Zeit und können dann hochrechnen, wie viel Liter pro Stunde die beiden Pumpen schaffen. So, Versuchsausbau. Wir, Marius macht gleich die Pumpe an, Pumpen. Dann warte ich ein bisschen, bis der Kreislauf sich stabilisiert hat. Und ich sag mal, ich denke mal, so bei 3 Litern werde ich dann die Stoppuhr anmachen. Und dann zählen wir, wie lange es braucht, bis er, sagen wir, 5 Liter voll gemacht hat. Sprich, bis wir bei 8 sind. Weil wir haben 10 Liter reingemacht. Das heißt, 2 Liter Rest, das müsste eigentlich passen. Aber ich würde sagen, wir testen das Ganze einfach mal. Action ein! So, man kann das auf jeden Fall ganz gut ablesen. Und Start. Ein Liter. 2 Liter. 3 Liter. 4 Liter. Stopp. So, das war jetzt der Vorführeffekt. Jetzt sieht man mal doch, wie groß das Kraftstoffsystem ist. Dass so viel Flüssigkeit drin ist. Ne? Bei 8 Litern saugt der unten schon Luft. Das heißt, das, was unten drin steht und so weiter, ist so. Okay, macht aber nichts. Wir rechnen das Ganze mit 4 Liter hoch. Wir haben ja zum Glück eine Videoaufnahme. Wir müssen mal einmal kurz in der Kamera gucken, bei 4 Litern, wie viele Sekunden das waren. Bis gleich. So, unsere Aufzeichnung haben wir ergeben. 4 Liter waren nach 25 Sekunden weg. So, jetzt brauchen wir mal wieder unseren Taschenrechner. Was habe ich gerade gesagt? 4 Liter nach 25 Sekunden. So, 4 Liter geteilt durch 25 sind 0,16 Liter die Sekunde mal 60 sind 9,6 Liter die Minute mal 60. Pumpenangaben werden ganz oft in Liter die Stunde angegeben, sind 576 Liter die Stunde, die unser System bei 3 Bar jetzt gerade macht. Ist für uns zur Sekunde jetzt gerade erstmal nicht so interessant, weil jetzt müssen wir den Benzindruck hochdrehen auf 6 Bar und dann gucken wir uns das Ganze mal bei 6 Bar an, weil ihr werdet sehen, diese Zahl wird gleich nochmal drastisch nach unten gehen. Also Sprit wieder rein, Benzindruck hoch und dann geht's weiter. So, jetzt Benzindruck hochdrehen, 6 Bar, ihr erinnert euch, 3 Bar Grunddruck plus 3 Bar Ladedruck, das heißt im System werden später 6 Bar unter Volllast sein. Das sind umgerechnet auf PSI, 87 PSI. Und jetzt stellen wir das Ganze mal ein. Wenn ihr hier jetzt seht, man hört es auch, achtet mal auf die Pumpen, wie die Pumpen viel, viel aggressiver werden und viel, viel mehr machen müssen. So, 87 PSI, das haben wir. Regler wieder ab und das Spielchen von vorne. Und nächster Versuch, diesmal, wir haben ja gelernt, fange ich nicht bei 3 Liter an, sondern bei 2 Liter, dass wir auch wirklich bis 7 Liter das hinbekommen. Und Action! So. Ein Liter. Zwei Liter. Drei Liter. Vier Liter. Fünf Liter. Gibt's auch gar nicht. Jetzt müssen wir gerade beim B- und Enttanken so viel Sprit daneben gekippt haben,
dass er jetzt knapp vor 7 Liter schon ein bisschen Luft gezogen wird. Ja, dann müssen wir wieder gucken. Also müssen wir wieder gucken. Das ist der Vorteil, wenn man alles filmt. Man kann sich immer alles angucken. 4 Liter, 33 Sekunden. Man ist schlechter. Genau. So. 4 Liter geteilt durch 33 mal 60. Das sind 7,27 Liter die Minute mal 60. Das sind 436 Liter die Stunde. So, wie ihr seht, Volumenstrom nimmt mit steigendem Druck massiv ab. Das wissen viele nicht. Und das ist halt bei vielen Kraftstoffsystemen auch ein Problem. Normalerweise kann man ungefähr auch nochmal sagen, habt ihr zwischen hinten und vorne nochmal ungefähr einen halben Bar Verlust. Das heißt, wenn ihr vorne 6 Bar haben wollt, müssen die Pumpen hinten eigentlich 6,5 Bar sogar machen. In unserem Fall mit diesem halben Meter sehe ich das jetzt als nicht ganz so tragisch. Deswegen können wir das mal vernachlässigen. Die Frage ist auch, ob wir am Ende wirklich 3 Bar fahren. Kommt auch noch dazu. Wenn wir natürlich jetzt nur 2,5 fahren würden, hätten wir den Regler auf 5,5 Bar gestellt, dann würden die Pumpen wieder mehr machen. So, gehen wir aber von 3 Bar Ladung aus, haben wir 436 Liter die Stunde. Einspritzdüsen werden immer in Kubik pro Minute. Das heißt, wir müssen wieder durch 60 teilen, damit wir bei Liter die Minute sind. Das sind 7,27 Liter die Minute. Nun teilen wir das Ganze durch 1000, um auf Kubik zu kommen. Mal 1000. 7,2 mal 1000. Und jetzt, das sieht erstmal viel aus. Durch 6. Genau, wir haben aber 6 Düsen. Heißt, wir können mit diesem System jetzt gerade bei 100% im wirklich optimalen Idealfall 1200er Düsen befeuern. Wenn wir kleiner reinstecken. So, wir haben jetzt in weiser Voraussicht erstmal 1650er reingesteckt. Die werden wir definitiv nicht brauchen, weil das sind die gleichen Düsen, wie ich bei mir in der Limo fahre. Und selbst in der Limo fahre ich die ungefähr mit 80% Duty Cycle. Das heißt, da ist noch selbst bei noch mehr Leistung auf jeden Fall Reserve. Das heißt, kann man so lassen. Ich behaupte, das System würde mit der Leistung definitiv so funktionieren. Wenn wir aber die Gewissheit haben wollen, dass das System noch mal deutlich mehr kann, würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt diese AEM 400 Pumpen, die uns übrigens freundlicherweise der Frank von Evo 3K Performance zugeschickt hat. Müssen leider noch einmal die Pumpen umstecken und machen das gleiche nochmal mit den anderen Pumpen, weil ich persönlich weiß, dass die AEM-Pumpen gerade auf Druck nochmal ein bisschen stärker sind. Unsere Pumpen sind ziemlich gleich stark wie Bosch 044. Das habe ich nämlich ganz, ganz, ganz früher mal getestet. Aber die AEM können definitiv nochmal ein bisschen mehr. Deswegen, ich würde sagen, umbauen. So, hier haben wir unsere AEM-Pumpe. Man sieht, die sind wirklich von der Bauform her identisch. Auch die gleichen Gewinde, M18, M12 mal 1,5. Das heißt, wir stecken jetzt 1:1 zwei von diesen AEM 400 Pumpen rein. Hier steht sogar drauf, 300 Liter bei 120 PSI. Das heißt, in dem Fall bei 8 Bar soll die noch 300 Liter, mal 2 wären 600. Das heißt, theoretisch soll diese Pumpe viel stärker sein. Das kann ich allerdings so schon nicht glauben, dass die bei 8 Bar noch 300 Liter macht, aber wir werden es gleich sehen. So, alter Sahara-Trick mal wieder, der gute alte Schüttelschlauch. It's magic. Das Gute ist nämlich, egal welche Pumpen man nimmt, mit Ethanol, die gehen mit der Zeit alle immer kaputt. Aber an dem Schlauch hier ist nicht viel, was kaputt gehen kann. So, die Pumpen sind drin, Tank ist gefüllt, wie ihr gerade gesehen habt. 3 Bar überspringen wir, ist für uns eh uninteressant. Wir machen direkt mit der gleichen Einstellung wie vorher weiter und gucken einfach mal, wie es war. So, 4 Liter lassen wir laufen, das heißt, ich fange bei 2 an und versuche mal bei 6 Stopp zu drücken. In der Hoffnung, dass nicht gerade wieder so viel Schütt gegangen ist, dass... Ja, wobei, es ist nicht rausgelaufen. Ne? Ja, aber es müsste eigentlich passen. So, warte. So, du darfst. Thank you.
So. Und start. Ein Liter. Zwei Liter. Drei Liter. Dreieinhalb. Krass. Das ist halt bei, das ist jetzt pures E100 und bei E100 ist wirklich krass, wie schnell das verdunstet auch, ne? Ja, also das fühlt man nicht zu unterschätzen. Viel, so, 22 Sekunden für 3,5 Liter. 3,5 geteilt durch 22 mal 60 mal 572 Krass. Liter die Stunde. Man hört aber auch hier vorne, dass die Pumpen definitiv stärker sind. So. Das heißt, die AEM-Pumpen sind tatsächlich deutlich stärker. Praktisch schaffen sie allerdings auch, das muss ich jetzt leider fairerweise sagen, nicht das, was auf der Pumpe draufsteht, weil auf der Pumpe stehen 300 Liter bei 8 Bar. Wir sind jetzt bei 6 Bar schon bei weniger. Aber wenn ich jetzt hier runterrechne, geteilt durch 60, geteilt durch 6, haben wir 1590 Kubik. Das heißt, selbst mit den beiden Pumpen werden deine Düsen, wenn sie daueroffen sind, auch spritmäßig am Ende sein. Mhm. Aber jetzt muss man so realistisch sagen, noch größer bauen können wir nicht. Ja. Ich denke, es war auf jeden Fall eine coole Nummer. Wir lassen die Pumpen drin. Jetzt muss man dazu sagen, Ethanol, 6 Zylinder und viel Druck. Wenn man das Ganze jetzt in einem Benzinmotor fahren würde, da könnt ihr mit zwei Pumpen locker 1200 PS fahren. Mhm. Nur Ethanol braucht man halt einfach so krass viel Sprit, dass es da natürlich runtergeht. Ich würde jetzt sagen, das ist für 1000 PS auf jeden Fall brauchbar. Gucken wir mal. Ob der Rest mit, auch brauchbar mit ist. Mit unseren eigenen Pumpen würde ich mit 1000 PS sagen, muss man vorsichtig sein bei zwei Pumpen. Die können dann irgendwann am Ende sein. Kommt natürlich immer ein bisschen auf Grunddruck, Ladedruck und so weiter an. Mhm. Aber für diejenigen, die 800 PS fahren wollen, wäre das zum Beispiel auf jeden Fall safe. Weiter geht's. So, wir sind eine Erfahrung reicher. wir wissen jetzt, welche Pumpen wir einbauen. Danke nochmal an Frank für die Pumpen. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ciao.